Willkommen zu meinem neuen Let's Play, und zwar Yooka-Laylee, einem Open-World-Plattformer-Collectathon. Dieses Spiel ist gestern erschienen und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel, denn es ist mein erstes richtiges Collectathon-Spiel. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, und das ist auch gleichzeitig schon mal so ein bisschen eine Warnung, falls es irgendwelche Elemente gibt, die in diesem Genre, in diesem Setting vorkommen, die ich so noch nicht kenne, dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass ich da vielleicht das ein oder andere Problem vielleicht da zeige. Gleichzeitig, Plattformer sind auch nicht immer so hundertprozentig meins. Das heißt also, das könnte hier auch etwas lustig werden. So, wir haben drei Auswahlmöglichkeiten: Adventure, Retro's Arcade und Retro's Arcade für 2 bis 4 Spieler. Und so wie ich das richtig verstanden habe, sind die unteren beiden Optionen einfach nur Minigames. Und dementsprechend gehen wir gleich auf das Main Adventure über. Go on a single player adventure, in Klammern, use a second controller for co-op. Oh. Okay, also vielleicht kann man wirklich Yooka und Laylee so steuern, wie man es so aus den Wii U-Spielen kennt, wo einer sich halt wirklich um den Hauptcharakter kümmert und der andere mit der Remote da rumwackelt und theoretisch auch so aushelfen kann. So, wir haben mehrere Spielstände, die man auswählen kann. Das ist meines Erachtens schon durchaus cool zu sehen. Und ja, der Witz des Namens ist in der Hinsicht, dass wir wirklich 2 Charaktere haben. Einer heißt Yooka, der andere Laylee. Ganz interessant zu sehen. Und ich würde ganz kurz wirklich nur schnell gucken. Okay, man kann tatsächlich 3 Safe Slots haben, falls man mit anderen Leuten das irgendwie spielen möchte gleichzeitig oder einfach mehrere Spielstände nutzen will. Ah.
Und damit kommen wir zum Spiel. Scheinbar ist die Aufgabe erstmal wirklich nur, das Buch zurückzubekommen, das wir gefunden haben, das dann doch ein bisschen wertvoller war. Okay, und damit sind wir in der Welt mit unseren beiden Helden und wir werden mal gucken, wie wir das Ganze hier spielen dürfen. So, ist erstmal nicht offensichtlich, wie man Truhen öffnet. Wir haben hier eine... Genau, eine Zungen-Action-Taste, aber damit können wir keine Truhen öffnen. Alle anderen Tasten tun es auch nicht. So, wir haben bisher also erstmal nur den Double Jump und The Ladies Move. Okay, dann gucken wir mal, wo wir uns jetzt hier hinbegeben dürfen. Aber scheinbar dürfen wir uns erstmal nur Richtung Factory begeben, gehe ich mal von aus. So, wer bist du denn? Okay, also Sprungtaste reicht, um das Ganze zu aktivieren. Okay, also zum Beispiel hier geht das Ganze jetzt interessanterweise nicht weiter. Denn da sind zum Beispiel da unten diese drei Punkte zu sehen. Und in der Cutscene, was zugeben natürlich eine Cutscene war, ging das trotzdem dann einfach weiter. Man muss also nichts drücken. Hier hingegen muss man... Alright, damit haben wir also gelernt, wie wir die Sachen aufmachen, und zwar indem wir sie wirklich einfach zerstören. I'm a Quill, okay. 200 pro Welt, holy moly. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier wirklich einiges zusammenbekommen. Die Frage ist, ob das wirklich alle nur immer in Treasure Chests versteckt sind oder ob die auch woanders vorkommen, wie zum Beispiel in solchen Sachen. Okay. Ja, und da ist natürlich schon der erste Witz. Ein Collectathon hat wirklich extrem viele Sachen zu sammeln. Sei es in Masse und... Ja, eigentlich in Masse, in erster Linie. Okay, hier haben wir jetzt wieder mehr von diesen Tasty Butterflies. Und Cans, mit denen wir aktuell nichts anstellen können. Die liegen einfach nur in der Welt rum. Okay, das waren bisher nur drei... Also wir dürfen jetzt hier noch ein bisschen weiter uns umgucken, bevor wir dort weitermachen können. So, ein wichtiger Punkt, den man ebenfalls ein bisschen hervorheben sollte, ist Playtonic Games, die dieses Spiel gemacht haben. Ja,
Und jedes Spiel ist nett und sagt uns dann auch wieder, dass wir zurückkommen dürfen. Auf jeden Fall, dieses Spiel ist von Veteranen gemacht worden, die damals auch um Banjo-Kazooie gemacht haben. Und dementsprechend ist natürlich dieses Interesse doch ein Ticken höher. Einfach weil es nicht einfach von 115 Leuten ist, sondern von Leuten, die dann scheinbar doch Ahnung haben, was sie machen. Okay, hard hitting, aber das sind nicht wir wiederum. Okay. Zweite Mal darauf ansprechen hat dann doch so ein bisschen mehr ausgesagt. Okay, und da kommen wir scheinbar aktuell noch nicht so einfach hoch. Oder? Vielleicht von hier aus. Logischerweise bleibe ich natürlich jetzt gleich erstmal noch hier und gucke schnell, was es hier gibt. Und auch gleichzeitig, um so ein bisschen Zeit zu sparen. Okay, damit haben wir schon 6 von denen. Ja, und ebenfalls haben wir natürlich auch hier so ein bisschen miterlebt, eine Sache aus der Vergangenheit, und zwar das Voice Acting. Interessanterweise gibt es wirklich viele Leute, die das so überhaupt nicht leiden können. Ich erinnere mich da wirklich an ein Let's Play in der Vergangenheit, wo ähnliche Stimmen so umgesetzt worden sind und die Leute fanden es furchtbar. Bad Ship Crazy. Mhm, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir natürlich trotzdem einfach mal hier rein, falls wir können, dürfen. Nope, okay. Dann haben wir erstmal mit dem hier alles erreicht. Wir wissen ja nicht, wie wir da die Leiter hochkommen können. Da hinten wäre theoretisch noch mehr. Und ja, den Rest haben wir zumindest erstmal. Oh, nevermind. Ich wollte schon sagen, alles, was sichtbar ist, haben wir erreicht. Und dann liegt hier das eine noch rum. Okay, aber 8 ist schon mal ein guter Start. Und oh. Tut mir leid, aber das müssen wir uns natürlich jetzt auch noch schnell angucken. Zu einem gewissen Grad zumindest. Denn hier sieht es dann doch so ein bisschen nach aus, als könnte man einen richtigen Sprung noch machen, oder? Nö. Dachte erstmal, kommt irgendwie an dem vorbei, aber das wäre vielleicht nicht hundertprozentig ideal. Zumindest für dieses Spiel jetzt. So, damit haben wir 10 Stück erreicht. Nice, und es wirkt auch so ein bisschen, als wäre es das für den Anfang. Dankeschön. So, eine Sache, die man hier schon so, denke ich, ein bisschen mitbekommt. Und zwar die Kamera. Okay, das Spiel erklärt uns jetzt hier wirklich so die ganz simplen Sachen. Okay. Gut, damit haben wir wieder was Neues gelernt. Aber ich wüsste nicht, ob wir hier nicht vielleicht sogar nochmal zurückgehen sollten, einfach um zu gucken, ob es da nicht noch was gibt. Okay, also hier ist scheinbar erstmal in dem Bereich nichts. Und hier drüben. Oh, okay. Frage beantwortet.
Gut. Oh boy. Okay, das ist wirklich aber hier die andere Seite und wir dürfen hier durch. Alrighty. Das sind also die ersten Bosskämpfe. Meine Frage ist, ob es jetzt so schön clever ist, die einzusammeln. Oder ob man die wirklich nur sich holen sollte. Wenn man tatsächlich auch es braucht. Hm, ein tasty butterfly, ja. Auf jeden Fall ganz wichtig, man hat hier wirklich eine Animation, die man ausführt und diese dauert ein bisschen. Das heißt also, man kann das Ganze machen, bevor man überhaupt in den Gegner wirklich reinrennen muss. Okay, das wäre aber nur eine Abkürzung scheinbar. Und wir haben auch hier gleich so ein bisschen diese Ponds zu beobachten, wo wirklich Buchstaben rausfliegen. Das ist ein bisschen fragwürdig, wie das Ganze hier abläuft. Also ob die wirklich einfach diese Bücher nehmen und weiterverarbeiten und dieses Toxic Waste im Endeffekt dieses Überbleibsel ist oder ob das irgendwie ebenfalls dazu verwendet wird. Ich gehe mal davon aus, dass es das erste ist. Something not right about this place, yeah. Oh, und die Tür geht trotzdem auf. Okay. Wir haben es gleich mal in den Eingang des Bösewichts geschafft. Und der Kollege ist auch schon wieder hier. Okay, bisher war es noch nicht schwer. Oh, wie passend. Okay, also das Spiel scheint dann doch erstmal nett genug zu sein und erzählt uns, wie wir da hochkommen. Dann werden wir uns trotzdem ein bisschen umgucken. Einfach um zu sehen, was es hier noch so lustig versteckt gibt. Oh, der Button ist bereits gedrückt. Buh. So, hier sieht es aus, als könnte man runtergehen. Nice.
Mit ein bisschen aufpassen. Haben wir es damit einfach auf die andere Seite geschafft. Okay. Ich dachte, da wäre was versteckt. Hier haben wir Wasser. Hier kann man doch mal reingucken. Na, hier ist was, aber nicht für uns aktuell. Okay, also wir werden hier tatsächlich scheinbar irgendwann in der Zukunft nochmal zurückkehren dürfen. Da ist auch ein Weg entlang. Die Suppe sieht weniger gesund aus. Aber ist in Ordnung. Hier zum Beispiel können wir zwar gegen äumeln und da ist auch... Scheiße, ich gucke mich da nur um. You know, what the hell? Huh. Okay, dann machen wir uns mal auf den richtigen Weg. Wir können vermutlich auch noch da reingucken, aber... Wow, what? Okay, der geht nach oben und nach unten und der geht einfach nach oben. Oh, wie nett. Okay, Wasser, ganz klar, einfach ausweichen. Wir sollen zwar darüber und können auch nur darüber. Okay. Wow, wir waren sogar drauf. Aber mit dem zweiten sicheren Versuch ging das dann auch in Ordnung. Okay, also das Buch, das sie scheinbar suchen, ist genau das, was wir im Endeffekt hatten. Zum Glück habt ihr das gewusst. Alright, dann gehen wir natürlich einfach hier wieder runter.
Yeah, but no. Wir drehen um. Denn, wir wissen ja, am Anfang gab es da auch einen Weg, den man gehen konnte. So, ebenfalls sehr interessant und es hier auch nochmal schön hervorzuheben gewesen vom Spiel, dass wir wirklich zwei unterschiedliche Sachen mit diesen Butterflies anstellen können. Und zwar einerseits haben wir die Möglichkeit, uns, wenn wir Schaden nehmen, die HP wiederherzustellen. Und dann haben wir die Möglichkeit, sie auch einzusammeln, einfach um unseren Powerbar, den wir jetzt da gerade sehen, wieder auffüllen zu können. Also es gibt tatsächlich zwei Möglichkeiten, das Ganze so zu nutzen. So, dann fangen wir mal hier mit der an. Und wie man sieht, hier ist natürlich jetzt hier so der Witz, dass man so ein bisschen aufpassen muss, aber es war jetzt nicht wirklich schwer. Okay, hier zum Beispiel ist die Kamera fix positioniert, da kann ich nicht viel machen. Okay, zum Beispiel das Spiel reagiert weiterhin auf uns, obwohl wir nicht da in der Nähe sind. Okay, und jetzt dürfen wir hier schon mal feststellen, dass wir hier eine Kletterfunktion brauchen. Okay. Also meine Idee war zwar jetzt schick, aber nicht wirklich machbar. Oh wow. Dann kommen wir hier in der Zukunft nochmal zurück. Und probieren es einfach erneut. Okay, dann gehen wir zurück. Habe ich das übersehen? Vermutlich. Gehen zurück, wo er uns eigentlich hinhaben möchte. Und machen noch diesen kleinen Rest. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieses ersten Teils. So, jetzt sieht man auch so ein bisschen. Da ist wirklich so ein kleiner Balken, der jetzt in Grau gehalten ist. Aber den kann man relativ schnell auffüllen. Vor allem gerade, weil diese ganzen... Oh, schade, da kommt man gar nicht so hoch. Aber weil die ganzen Butterflies und auch vor allem Gegner einfach respawnen. Okay, das ist alles kein Problem. Ja, yes, I'm on my way. Wow, no, okay, hier ist gleich das erste Problem. Und zwar, jetzt bin ich wieder draußen, ja. Das Problem ist, dass die Kamera immer Richtung Ausgang zeigt. Das heißt, wenn man geradeaus oder nach oben weiterhin drückt, dann läuft er natürlich einfach wieder zurück und der Unterschied zwischen rein oder spawnen und wieder rausgehen ist dann doch relativ klein gehalten. So, das Ding kann man auch nicht kaputt machen. Doof. Aber solange man es weiß, wird es hoffentlich auch nicht mehr passieren. Oh, lo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 l, genau. A Pagey and a Cagey. Amazing. Nee. Okay, also auch hier ist das Spiel so ein bisschen hervorhebend. Hey, gewisse Sachen kann man erst später machen. Okay, auch hier zum Beispiel interessant, alte Maschine sowie... zum Beispiel auch sehr interessant, ich komme da rein, aber halt nicht an jeder Stelle wieder raus. So, wir haben auf jeden Fall hier irgendwelche Buchstaben und ich gehe mal davon aus, dass wir hier irgendwie Feuer machen müssen oder ähnliches. So sieht es zumindest fast danach aus. Und wir haben auch hier diese Sachen. Vor allem im Schatten ganz lustig zu beobachten, die Zunge. Ist hier irgendwas versteckt? Hier ist zum Beispiel etwas, was ein bisschen aussieht wie ein Würfel. Und da gibt es auch so Plattformen. Ich habe das Gefühl, dass wir da noch nicht hochkommen sollen. Man kann auf diesen einfachen Bereichen... Never mind, I guess. Kann hier tatsächlich so ein bisschen herumspringen. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist oder ähnliches, aber... Interessant ist natürlich trotzdem zu beobachten. Probieren wir das noch einmal ganz kurz. Müssen uns noch ein bisschen besser mit dem Springen anstellen. Oh boy. Okay, da sehe ich schon so das erste Problem, warum Leute bei 3D-Plattformen meinen, Springen ist nicht selbstverständlich, wenn man nicht wirklich weiß, wo man hinspringt. Ja, okay. So, da sehe ich nichts. Und die da drüben sind zu weit weg. Okay, also wir wissen, wir können ja hochspringen. Aber
Wirklich helfen tut uns das nicht. Alrighty. Dann gucken wir mal ganz kurz, was hier sich noch theoretisch versteckt. Okay, da oben ist nochmal so eine Konsole. Da ist eine Möglichkeit, darüber zu gehen. Wow, okay. Selbstverständlich sieht aber jedoch anders aus mit dem Rüberlaufen. Und gleichzeitig haben wir hier die Möglichkeit, in dieses Wasser zu gehen. Um einfach nur unter Wasser zu sein. Okay. Damit wissen wir auch das Bescheid. Ich würde sagen, wir probieren es noch einmal. Gucken, ob man da ernsthaft rüberlaufen soll aktuell. Denn wir haben definitiv gesehen, dass wir dort doch schnell runterplumpsen. Okay, wenn man einfach nur es nicht herausfordert, darauf zu laufen, sondern lieber springt, dann geht es schon. Okay, ich gehe davon aus, dass das hier was für die Zukunft ist. Okay, gut, dann haben wir das geklärt. It will cost one page, genau. Mehr wäre jetzt auch ein bisschen überraschend gewesen. Tribal Stack Tropics. Yes. Kann man vor allem selber entscheiden, ob man das ausgeben möchte oder nicht. Hm. Okay, und damit haben wir die erste größere nächste Welt freigeschalten. Und da würde ich sagen, machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, der Anfang hat euch gefallen. Zumindest ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.